Ein Boxjump ist eigentlich eine Form eines Squat oder Counter-Movement Jumps, je nachdem, ob man ihn mit oder ohne Auftaktbewegung ausführt. Es gibt einen Unterschied. Man springt auf irgendeinen Gegenstand drauf. Es muss kein Box sein, es kann ein Stuhl sein, es kann ein Couch, ein Bett, was auch immer. Es geht darum, eine gewisse Höhe zu überwinden und dort zu landen. Der einzige Unterschied dabei ist, die Höhe, die man springt, ist potenziell die gleiche. Man landet aber wesentlich höher, wodurch man weniger Kräfte abfedern muss. Dadurch ist die exzentrische Belastung geringer. Wenn man zum Beispiel ein Spiel hatte und hohe Belastungen hatte, man hat komplett durchgespielt, egal in welcher Teamsportart, und man möchte trotzdem einen gewissen Schnelligkeitsreiz haben, ohne diese exzentrische Belastung, dann sind Boxjumps gute Alternativen. Ansonsten ist es durchaus auch sinnvoll, wenn man sich an diese exzentrisch abfangenden Kräfte gewöhnt. Wie gesagt, das gleiche, Squatjump-Position, springen, landen. Ein Vorteil hat der Boxjumps allerdings auch noch, wenn man eine gewisse Höhe nimmt, die schwierig zu überwinden ist, wird man durchaus durch diese Gefahr, man könnte stolpern, man könnte fallen, dazu motiviert, etwa 1, 2, 3 Zentimeter auch mal höher zu springen, als wenn man einfach nur so hoch springt, springen würde. Genauso ist das aber natürlich auch ein Nachteil, weil die Gefahr, an der Box hängen zu bleiben, sich zu verletzen, Schienbein aufzureißen, ist durchaus gegeben und passiert auch früher oder später jemand. Das heißt, entweder exzentrische Kräfte verringern als Ziel oder man will vielleicht mal 1, 2 Zentimeter rauskitzeln mit einer hohen Box, ist es eine Möglichkeit, ihn zu verwenden. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, dass die Landung am Ende immer so aussieht, dass man maximal 90 Grad hat und etwas höher als parallel noch mit den Oberschenkeln ist.